die Frage nach der Verteilung. Denn wenn die Schulden im Verhältnis zur jährlichen Wirtschaftsleistung stark zunehmen und die Vermögen, dann muss man ja fragen, wie sind denn eigentlich verteilt die Schulden und die Vermögen? Und gibt es vielleicht in einer Ungleichverteilung von Vermögen auch eine Erklärung für eine Finanzkrise? Und so ist es in der Tat. Wir können beobachten, dass Finanzkrisen damit einhergehen, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Man kann das sehr schön sehen an einer Zeitreihe in den USA, die sich die Konzentration von Einkommen anschaut. Und zwar wird untersucht, wie hat sich der Anteil der 1% Reichsten an dem gesamten Einkommen aller US-Bürger entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Das ist sozusagen ein Maß für die Einkommenskonzentration. So, und dieser Anteil verändert sich sehr deutlich über die verschiedenen Jahre. Vor dem Ausbruch der letzten Weltwirtschaftskrise, also in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, steigt der Anteil auf 24% an im Jahr 1928, also unmittelbar vor Ausbruch dieser Krise. 24% ist ganz schön viel, wenn man sich überlegt, dass das ja nur das oberste Hundertstel der Gesellschaft verdient. Im Zuge der Reformpolitik des New Deal sinkt dieser Anteil dann, sodass er etwa 9% in den 50er Jahren erreicht, und er bleibt dann über mehrere Jahrzehnte stabil bis in die 70er Jahre hinein. Jahre, die sich durch große wirtschaftliche Stabilität ausgezeichnet haben. Und durch die sich anschließende Deregulierungspolitik steigt der Anteil wieder an und erreicht bei Ausbruch der jetzigen Finanzkrise 2007 wieder einen Spitzenwert von 23%, also wieder fast ein Viertel. Dieser Zusammenhang zwischen der Einkommenskonzentration und dem Ausbrechen der Finanzkrisen 1928 und 2007 ist kein Zufall, sondern in dem Maße, wie sich die Einkommen und Vermögen bei wenigen konzentrieren, nimmt die Wahrscheinlichkeit von Finanzkrisen zu. Diese zunehmende Konzentration von Einkommen und Vermögen können wir nicht nur in den USA beobachten, sondern auch bei uns in Deutschland. Vor 20 Jahren haben die obersten 10% 6-mal so viel verdient im Durchschnitt wie die untersten 10%. Heute verdienen sie das 8-fache im Vergleich zu den untersten 10%. Also deutlich stärker konzentriert. Und wir können auch sehen, dass die Mitte der Gesellschaft in den letzten Jahren einkommensmäßig verloren hat. Exakt, wenn man jetzt alle Deutschen der Reihe nach mit ihrem Einkommen aufstellen würde, sortiert nach dem Einkommen, und wir schauen auf die Person, die in der Mitte steht, der sogenannte Medianbürger, dann müssen wir sagen, dass diese Person in den letzten Jahren real an Einkommen eingebüßt hat, etwa 3%. Und das, obwohl in dieser Zeit insgesamt die Wirtschaft gewachsen ist. Und dann stellt sich die Frage, wo sind denn diese zusätzlichen Erträge aus dem Wirtschaftswachstum eigentlich gelandet? Dann sieht man, dass vor allem die oberen 10% ihre Vermögensanteile vergrößern konnten. Und wie hängt das jetzt eigentlich mit der Finanzkrise genau zusammen? Nun, man kann das dadurch verstehen, wenn man sich die Gruppen, die die Schulden aufgenommen haben, und die Gruppen, die das Geld zur Verfügung gestellt haben, also das Vermögen angesammelt haben, mal genauer anschaut. Da haben wir zum einen in den USA die sogenannten Subprime-Kunden, also die Kreditnehmer, die eigentlich nicht genug Geld hatten, um sich Immobilien zu kaufen, die aber trotzdem Kredite bekommen haben, am Anfang zu sehr niedrigen Zinssätzen, sodass sie glaubten, sich das leisten zu können. Und sie mussten natürlich dafür Zinsen zahlen, die wiederum gingen an die Menschen, die das Geld ausgeliehen haben. Auf der anderen Seite stehen Menschen mit sehr hohen Geldvermögen, die suchen nach Möglichkeiten, das anzulegen. Und sie finden Finanzprodukte, bei denen man zwar nicht sieht, wo da genau das Geld hinfließt, hinter denen aber de facto die Kredite stehen an diese Subprime-Kunden. Und so schließt sich der Kreislauf und man sieht, dass die Vermögens- und Schuldenentwicklung zusammenhängt. Und in dem Maße, wie Schulden und Vermögen dazunehmen, nimmt auch die Ungleichverteilung weiter zu zwischen diesen beiden Gruppen. Schuldenkrise, Vermögenskrise, Verteilungskrise, das sind Fehlentwicklungen der letzten 20 Jahre, in denen unsere Wirtschaft eine schlechte Richtung genommen hat. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kommt man eigentlich aus dieser Sackgasse wieder raus? Und das ist etwas für das nächste Video.